Moin, herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge. Ihr wisst es, Let's Play LS17, Nordfriesische Marsch, vierfach, 2-1, ohne Gräben. Wir haben uns doch erst um die ganze Holzindustrie und Holzverarbeitung gekümmert und trotzdem ist hier schon wieder alles voll. Ich werde weich. Ja gut, liegt auch vielleicht an meiner fünffach Zeitskalierung, aber ich möchte ja nicht, dass Feld 45 ja nicht reif ist, damit ich damit mit der Miete, wollte ich gerade sagen, mit der Ernte anfangen kann. Wie komme ich denn auf Miete? So, das bringen wir jetzt erstmal rüber. Und dann räumen wir da auch schon gleich wieder ab. Mann. So. Ja, es gab ja mit meinem Pack, ich habe es ja Probleme, einmal, dass Ultima 1,40 und 1,50 Ballen nicht geladen werden konnten. Asche auf mein Haupt, ich hätte schwer wetten können, dass ich es probiert habe, aber habe ich nicht. Aber der Bug ist ja schon gefixt, es ist ja auch schon seit letzter Woche Sonntag raus. Also die Version. Und, ja, jetzt gibt es noch ein Problem mit den 3-Achs-Sattelzugmaschinen mit kurzem Radstand. Dass wenn man da einen beladenen Trailer dranhängt, dass sie dann nicht mehr wirklich lenkbar sind. Ja, also Fehler haben jetzt mehrere gemeldet. Ich bin dran, dauert aber noch. Also dieses Wochenende komme ich nicht dazu zu arbeiten. Also frühestens nächstes Wochenende könnt ihr ein Update dazu erwarten. Ich kann mir vorstellen, woran das liegt, aber ich kriege das nicht so schnell gefixt. Ja, da müsst ihr jetzt leider mitarbeiten, müsst notfalls den 3-Achser mit langem Radstand nehmen oder ihr nehmt den 2-Achser. Sorry. Hey, voll sorry, ey. Tut mir echt leid, ne? Nee, also, ist nicht schön, aber, ja. Kann ich im Moment nicht auf die Schnelle ändern. Weil ich einfach keine Zeit habe. Ihr seht ja, dieses Video hier ist am Montag aufgenommen und wird aber am Samstag Vormittag gezeigt. Und so ist es eben. Ich komme vorher vorm Wochenende nicht mehr dazu, noch was zu machen, weil ich einfach beruflich keine Zeit habe. Ist geil, ne? Ich habe vom Beruf aus keine Zeit. Ich habe einfach Termine. Und deshalb, ich komme erst nächste Woche Mittwoch wieder dazu, also nächsten Mittwoch. Das heißt, von diesem Montag an gesehen sind es noch 9 Tage, bis ich überhaupt wieder dazu komme, was daran zu machen. Und ja, dementsprechend. So, dann haben wir es auch mal eingelagert. So, der Series 7 hat durchdrehende Reifen. Der Series 7, der Deutz, ist mein Abfahrer. Bei der Rübenernte auf Grasfeld 7. Da kümmere ich mich gleich drum. So, Bretterpaletten haben wir eingestellt. Autoload haben wir auch eingestellt. Ja, ich will ja nur, dass gleich während der Ernte hier trotzdem erstmal zumindest annähernd genug. Dass sie annähernd genug Ressourcen sind. Und dass sie hier alle arbeiten können. So, jetzt gucken wir uns aber erstmal eben hier den Series 7 an. Ja, war klar. Was auch immer er da will. Er will natürlich hier zum Abbunkern. Warten wir mal eben ab.
Das macht er wohl alleine jetzt, ne? Fahrer neben Drescher, ja, bunkert man ruhig ab. Übrigens kein Drescher, aber macht ja nichts. Ja, hier stehen schon meine ganzen Erntehelfer. Da stellen wir auch schon mal Autoload ein. So schlimm ist es nicht. Gleich nach dem Feld. Da sind wir bei dem. Und da sind wir wieder bei dem. Achso, ich krieg ja gar keine Hackschnitzel mehr irgendwo weg drapiert. Das ist natürlich doof. Ich kann natürlich nochmal probieren, ob ich was hinkriege da. Ich muss hier unbedingt ein Hackschnitzellager haben. Geht gar nicht so. Hier werde ich ja auch nichts mehr los. So schnell können die gar nicht produzieren. Oder so schnell können die gar nicht verbrauchen, wie hier Nachschub kommt. Doch, wobei. Toi, toi, toi. Da ging noch mächtig was rein. So, jetzt wollen wir nochmal beim Sägewerk gucken. Da können wir auch noch einiges an Brennstoff dann da reinkippen direkt. Kann ich hier nicht einfach so eine Rutsche installieren? Eher praktisch, dass er automatisch immer neu auffüllt. Das wäre noch cool, ne? So, jetzt ist der Haufen aber voll. Würde ich mal so sagen. Probier nochmal, ja, der ist voll. Der ist auch voll. Ja, der Cargoline TGS Semi ist ja der mit dem kurzen Radstand, der die Probleme verursacht. Ich habe davon 3 Stück im Einsatz als Abfahrer. Ich fürchte, dass das schief geht. Dann kaufe ich mir kurzerhand mal eben andere. Aber wie gesagt, das Umbauen, das kriege ich leider nicht mehr hin. Okay, das ist jetzt natürlich schade, dass der jetzt schon voll ist, aber... ist dann ebenso. Ich kriege Hackschnitzel aber jetzt auch nirgendwo anders mehr unter. Also außer im Hofsilo oder so. Ja, aber ja, ich habe keinen automatischen Abfahrkurs dafür. So, muss auch nicht. Muss man auch nicht haben. Was wir jetzt machen ist, wir kaufen noch ein Feld. Wann kaufe ich das Feld? 43. Da ist nämlich Gerste drauf und es wäre sogar schon bereit zum Ernten. Ich kriege das dann zwar nicht mehr... Quatsch. Kriege das zwar nicht mehr gedüngt, aber wir haben noch ein bisschen mehr Gerste. So, Feld 43, fertig. Wie ist das denn überhaupt mit dem Status der Felder? Oh, das sieht gut aus. Feld 45 ist fertig. Fangen wir jetzt mit der Ernte an. Wir haben nur 5 Minuten Zeit. Was bräuchten wir denn auch noch an Feldern? An Feldern, sage ich gerade, an Frucht. So, Weizen können wir uns mit tot werfen nach dieser Ernte. Gerste haben wir nicht viel, aber es gibt keine weiteren Gerstefelder. Alle Gerstefelder auf der Karte gehören uns.
Das ist nämlich Feld 2, 15 und 43. Raps. Wir haben zwei Rapsfelder, 18 und 41. 37 ist noch nicht erntereif. Aber die könnte ich natürlich kaufen. Haben wir da unten relativ viel. Ja, habe ich mal gekauft. Wir haben ja immer noch 2,2 Millionen. Das ist ja nicht so schlecht. So, dann schicken wir da nämlich mal eben einen hin, dass der das mal eben schnell düngt, damit wir ein bisschen mehr Ertrag da rausholen. Das macht hier der 900er Vario. Dann fangen wir gleich, ja, in der nächsten Folge, heute Nachmittag, fangen wir dann mit Feld 45 an. So. Fahre ich ihn am besten. Boah, da kommt man ja auch echt scheiße hin, ne? Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, aber stimmt einfach. So, fahren wir da mal hin. Den Rest, wie gesagt, die Ernte, die gibt's dann heute Nachmittag. Mal gucken, ob das alles so spielt, wie ich mir das vorstelle. Ich glaub das ja noch nicht. Ich glaube ja, dass wir erstmal die größten Probleme haben werden mit, jetzt mit meinem Transportpack. Mit den Seilzugmaschinen. Das Problem ist, es ist im Prinzip, die mittlere Achse ist angetrieben. Standardmäßig. Wenn man jetzt, nicht irgendwie Allrad einschaltet, wenn man nicht mit Drive Control schaltet, arbeitet und so. Die mittlere Achse ist angetrieben und die saßen beide auf der gleichen Höhe. Die saßen auf der gleichen Höhe wie auch bei der Maschine mit langem Radstand. Und dann war aber das Problem, dass ich mit der Antriebsachse, dass sie leicht zu hoch saß. Aber laut Giants Editor saßen die auf der gleichen Höhe. Ja, also müsste eigentlich so gehen. Scheinbar saß die aber etwas zu hoch, was natürlich doof ist, weil dadurch hatte sie keine Traktion, keinen Grip. Und ich konnte damit nichts machen. Und der fuhr ganz, ganz schlecht. Dann habe ich die ganz leicht runtergesetzt, damit die eben Grip kriegt. Aber wohl jetzt wahrscheinlich das Problem, dass ich jetzt dafür die Hinterachse hängt jetzt leicht in der Luft. Und wenn ich jetzt richtig viel Last auf die Sattelplatte gebe, tja, dann klappt einfach vorne die Vorderachse, steht dann ganz leicht in der Luft und ich kann nicht mehr lenken. Natürlich doof. Aber ja, ich muss gucken. Ich glaube, das ist viel, viel, viel Geteste, Spielerei und Ausprobieren. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja. So, das hier machen wir noch eben schnell zusammen fertig. Also, wir düngen das Feld nicht zusammen fertig, aber wir schmeißen das eben schnell an. Auch wenn schon vorher gleich der Wecker klingelt. Ich kann ja schon mal hier so ein bisschen ihm sagen, er soll düngen. So, Feld 37 machen. 42 Meter Arbeitsbreite ist natürlich nicht so schlecht, ne? Für so einen Düngerstreuer. So, Startposition, aktuelle Fahrzeugposition. So, die Zeit ist um, ihr hört's, aber das machen wir noch eben fertig. Einmal berechnen. Das kann ja auch nicht lange dauern. Hier dieser Kurs. Am ersten Wegpunkt einstellen.
mal an, wie süß das kleine Feld ist. Das ist ja ruckzuck. Also, ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal bei euch. Übrigens stand jetzt, wo ich dieses Video hier aufnehme, also am Montag nach Veröffentlichung, keine 48 Stunden nach Veröffentlichung meines Transportpacks, schon irgendwie 750 Downloads. Das ist echt der Kracher. Also vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank natürlich auch für eure ganzen Abos, Likes, Kommentare, wenn ihr im Livestream dabei seid und so weiter und so fort. Macht echt Laune. Ist echt der Hammer. 800, weiß ich nicht, 15 Abonnenten zu diesem Zeitpunkt. Ihr wisst, bei 1000 Abonnenten gibt es einen 10-Stunden-Livestream. Und ja, mal gucken. Ich verabschiede mich erstmal bei euch. Heute Abend gibt es keinen Livestream. Gestern gab es ja auch keinen. Hab leider keine Zeit. Nächste Woche Freitag und dafür auch den Sonntag. Da gibt es dann wieder einen Livestream. Den Samstag nicht, da muss ich arbeiten. Ja. Okay, ihr wisst Bescheid und heute Nachmittag 14 Uhr, zweite Folge und wir fangen mit Feld 45 an. In diesem Sinne sage ich ciao.